Was einfach unmöglich. Also, liebe Kartsportfreunde, wir sind hier in Setterlaki, Italienjunger, Schweizer Meisterschaft im ersten Lauf. Und daneben ist mein Kollege Sven Müller. Danke, Sven, dass du Zeit noch hast, schnell. Ja, danke dir für den Aufwand, den du hier machst, betreibst. Ja, schauen wir mal, was es in diesem Interview gibt. Ja. Was ich frage, du bist letztes Jahr zwischen Notrennen gefahren, gell? Kannst du mir sagen, oder uns sagen, wie du das Rennen gefahren bist und wie es dir gelaufen ist dabei? Ja, ich bin zwei Rennen gefahren für das Team Videokompetition vom Wallis. Leider konnte ich nur Levier und Linie bestreiten, weil Zeit- und Geldmangel vorhanden war. Ja, ist nicht so schlecht gelaufen, aber nicht so gut, wie ich es gedacht habe. Mhm. Ja. Also, du bist ein recht guter Fahrer, weil ich weiss von früher her noch, dass du schon den Max Sauer geschlagen hast, gell? Ja. Das ist ein Fundraising-Team, oder? Ja, richtig. Ja. Das war so, aber schon längst her und ja, ich werde auch nicht jünger. Gut, ich muss ehrlich sagen, der Markt hätte ja auch gewinnen. Ja, vielleicht. Denken wir so. Lass es so sein. Nein, es ist ein Regenbogen-Gas, der lässt dich stehen. Ja, für sein Alter muss ich sagen, was er schon alles durchgemacht hat, die Karriere. Aber genau. Ja. Chapeau, he? Ja, richtig, ja. Und jetzt? Bist du heute angereist oder wann bist du angereist? Hierher? Ich hatte das Glück, dass mir der Chef schon am Donnerstag freigegeben hat. Aha. Ja, dann haben wir am Donnerstagmorgen das Reis auf uns genommen und sind hierher und aufgestellt am Morgen und am Nachmittag haben wir angefangen zu fahren. Ja. Das ist also so, du kommst schon heimlich trainieren, oder? Wie viele Rennen fährst du wieder dieses Jahr? Weißt du es schon? Ja, geplant ist im Kart zwei Rennen. Das ist hier in Setterlaki. Ja, Entschuldigung, ein junger Brecher, du musst mir sagen, welche Kategorie? Das wäre KZ2 Schaltkart. Was, ja. Jawohl. Und eben hier in Setterlaki ist geplant und in Levier ganz sicher. Was ich noch ein bisschen unschlüssig bin, ist Ampfing. Ja, das war in Deutschland aus, oder? Ja, richtig. Das letzte Rennen. Ja, richtig. Wir holen die einfach den. Ja, nein, da hat nicht so Freude, weil ein Finale in Linie, das wäre schon. Wäre schon viel schöner gewesen. Ja. Jetzt, was uns noch interessiert, wie bist du mit dem Veranstalter zufrieden? Die haben sich etwas einfallen, wir haben eine neue Rennstrecke hier. Und überhaupt hat sich viel geändert. Ja, ja, in den letzten Jahren. Es ist sicher etwas gegangen, muss ich sagen. Was einfach ist, ich bin vor 9 Jahren durch die Schiedsmeisterschaft reingerutscht, mit 13 Anzeiten. Mhm. Ja, es war eine andere Atmosphäre und natürlich viel mehr Startende. Es hat natürlich auch preisliche Aspekte, dass nicht mehr so viel dabei sind. Ja, aber es ist im Großen und Ganzen sicher nicht schlecht gemacht. Ja. Ich denke, sie geben sich eine grosse Mühe, weil es ist auch nicht so einfach, Leute herzubringen wie, ja, wie früher. Oder? Die Zeit hat sich geändert und die Leute sind auch wählerischer Wort, das mir anbieten, geht nicht mehr nicht, oder wie ist das? Ja, einmal dieser Aspekt und dann ist das Ganze im Verhältnis sicher ja, eher teurer als günstiger geworden, ja, wie alles. Aber eben, es ist früher auch gegangen, der Kartsport ist früher auch, der hat auch aufgeblüht. Ja, so einen zweiten Frühling, der hat im Schweizer Kartsport sicher ja, auch gut. Sven, bist du früher schon hier gefahren oder ist das das erste Mal für dich jetzt? Ich bin das allererste Mal war ich 2006 hier mit ICA und dann hatte ich 4 Jahre Pause bis 2010 und da bin ich Trofea di Marca und Italian Open Masters gefahren hier und habe eigentlich nicht einmal so schlechte Erinnerungen daran, wenn ich zurückdenke. Und du weißt, was es geht, Mann. Ja, eben,
Ja, also. Du hast vorhin gesagt, über die, wir haben vorhin gefragt, ob wir die Jaulinie erklären. Nein, du meinst, nein, lieber nicht. Woher wissen auch wir nicht, wo die Sigi? Ja, das hat ein bisschen etwas. Ich habe am Donnerstag nach 7 Monaten wieder mal das erste Mal in der Karte gehockt und ja, da etwas darüber berichten, wo ich selber nicht ganz sicher bin, hat auch keinen Sinn. Also, sonst fragst du morgen nach dem Training mehr, dann sage ich, dass die anderen durchgefahren sind. Oh, wäre sicher eine schlechte Idee. Wie viele Fahrer seid ihr im Feld? Auf der Startliste und angemeldet sollte er, glaube ich, 32 Stück sein. Das ist ein recht grosses Feld. Ja, das ist sehr gut und auch vom Fahrerischen her hat es ein paar gute drungen. Und das ist auch gut so, ja. Ja. Das gibt für mich auch noch viel Arbeit morgen. Ja, aber für das bist du es ist schon so, die haben sich alle geändert, die anderen Helme, die anderen Chassis. Ja, die Leute fast nicht mehr kennt heute. Ja, für das haben wir Startnummer auf der Seite. Ja, die hat zum Teil auch geändert. Ja, aber hast du im Internet schauen, wer was wo hat? Sven, was mich noch wundern nimmt, außer Kartfahren, was machst du noch? Ist das ein Hobby oder so? Ja, ich habe ganz Menge, die ich in meiner Freizeit anstelle. Sicher, was das grösste Hobby ist, ist das Rennauto, das ich über den Winter selber aufgebaut habe. Ja. Du bist Automechaniker, gell? Ja, Automechaniker gelernt und dann noch 2 Jahre Diagnostiker angehängt, bestanden schön, tipptopp, ja. Und eben, das andere Hobby ist noch ein bisschen Gerätturnen. Ja, das ist nicht so wichtig. Auto ist besser. Auto ist schon besser, aber es gibt einen guten Ausgleich und die Kraftkondition ist gut. Das, was ist das für eine Marke? Das Rennauto ist ein Mitsubishi Evo 10, den ich eben selber mit ein paar Teile modifiziert habe und hallo anfertig und so, ja. Und was fahrst du? Ich fahre dieses Jahr so verschiedene Trackdays. Und ich muss aus lizenzrechtlichen Gründen darf ich nur solche Rennen bestreiten ohne Zeitnahme oder einfach sind es keine Rennen, nur so Trackdays. Ja, aber nächstes Jahr muss ich schauen, vielleicht ergibt sich da noch etwas vom Lizenzwesen her. Ja. Dein Vater ist ein Mechaniker. Das Leben lang schon bei dir, gell? Ja. Hast du nie andere gehabt, oder? Nein, der Vater ist die treueste Seele an meiner Seite, gerade wenn es um Kartsport geht. Auf ihn ist immer Verlass, von morgen um 6 Uhr bis zu oben spät, wenn irgendetwas nicht gut ist. Ich habe noch nie irgendwie einen technischen Defekt gehabt oder so irgendetwas, das bei ihm nicht geklappt hat. Ja, und sonst nebenbei hatte ich sicher auch Verstärkung gehabt, eben vom Team her, sei es eine Chassis- oder Motorenseite. Ja. Sven, was mich noch wundern nimmt, du bist ja früher ziemlich schnell unterwegs und in andere Kategorien. Bist du es nicht ein bisschen reuig, dass deine Karriere dort fertig war und nicht weitergegangen ist im Motorsport? Soll ich sagen? Ja, sicher zu diesem Zeitpunkt auch ein bisschen schwierig war, eben mit Sponsoren suchen, dass noch mehr und noch viel weiter ist gegangen. Und aber aus heutiger Sicht muss ich ganz sicher sagen, dass die richtige Entscheidung war, mich auf den Beruf zu konzentrieren und dass ich dort Ausbildung geniessen durfte. Ja, und dass ich jetzt eigentlich ganz gutes Standbein so aufbauen konnte. Ja. Genau, jetzt fährst du einfach zwischen der Schweizer Meisterschaft und noch andere Rennen noch. Ja, eben noch die Schweizer Meisterschaft, die ich fahre, sicher. Und eben mit dem Rennauto noch ein bisschen etwas. Ja. Aber sonst ist eigentlich nicht viel geplant, weil die Zeit und das Geld begrenzt das ziemlich fest. Also noch Ort ist zum Sven zurück. Sven, du hast gerade den ersten Rennlauf gehabt. Erzähl schnell. Ja, soll ich sagen. Start klassisch, ein bisschen verschlafen. Nein, ja, ist eigentlich nicht so schlecht gegangen für das erste Rennen, muss ich sagen. Ja. Kommen wir noch zurück zur Wettbewerbsverordnung, die wir gestern vergessen. Die werden gesponsert vom Stempfli Optiker von Solothurn. Und da gibt es eine Red Bull Sonnenbrille zu gewinnen. Im Wert von 178 Franken. Tut man auf einer Postkarte eure 2 Glückszahlen draufschreiben und schickt man die zu. Und die Wettbewerbsfrage wäre? Was habe ich für eine 4-jährige Lehre gemacht? Das wäre schon alles. Dann hoffen wir mal, dass da viele Postkarten kommen und ich darf viel ziehen. Sven, danke vielmals für das Interview. Merci vielmals. Dir auch. Das hat gefällt. Und dann wünsche ich noch viel Glück für das Rennen am Mittag. Gell? Merci. Genau. Das ist ein guter Tag. Das ist ein guter Tag. Nicht so schwierig. Schlussbrett.